Morgen, Stella. Morgen, Pyger. Hören Sie, ich muss Sie etwas fragen. Gestern Abend habe ich über Sprichwörter nachgedacht. Und da kam mir folgende Frage. Sind Sie, und das meine ich ernst, sind Sie lieber, und das meine ich wirklich, wirklich ganz ernst, sind Sie lieber, und ich will es wirklich wissen, lieber der Spatz in der Hand oder lieber die Taube auf dem Dach? Griffin, können wir unter vier Augen sprechen? Stella, drehen Sie sich um. Das ist das Gute daran, wenn man eine taube Mitarbeiterin hat. Und außerdem kann ich an meinen verbalen Soundeffekten arbeiten und es muss mir nicht peinlich sein, dass ich sie noch nicht gut drauf habe. Wovon sprechen Sie bitte? Ich spreche davon. Schabadabadabadabadabada. Das ist ein Helikopter, der über einer Frau in einem Swimmingpool schwebt. Tiere kann ich auch, das ist eine Maus. Maus? Also das ist schon perfekt. Griffin, ich wollte Ihnen eigentlich mitteilen, dass Sie zum Gabelstaplerfahrer befördert wurden. Wirklich? Das ist der Hammer. Frank ist in Pension gegangen und da Sie hier sowieso einen Helm tragen müssen, wo ist Ihr Helm überhaupt? Oh, Entschuldigung. Jedenfalls gehört der Job Ihnen und Sie bekommen dafür 5% mehr Lohn. Eine Gehaltserhöhung? Das bedeutet dann wohl, dass ich mir die neuen Einblendungen mit den schicken Überleitungen leisten kann. Cut away! Also dann, du hübscher Mistkerl, zeig mir, was du drauf hast. Peter, du kannst jetzt abhauen und keiner wird dich für feige halten. Was rede ich da? Nein, ich habe gelernt, Aufkleber zu verwenden, also kann ich auch das hier. Boah, das ist hammergeil! Gut, dass ihr da seid, Jungs. Ich flipp aus. Ihr werdet das nicht für möglich halten. Ich hoffe, es geht nicht wieder um deinen Podcast. Habt ihr ihn endlich angehört? Du hast 15 Minuten alle Hüte aufgelistet, die dir einfallen. Sherlock Holmes Hut, Footballspieler Hut, wütender dämlicher irischer Proletenhut, Katze hockt im Wäschekorb Unterhosenhut, vietnamesischer Die Sonne ist mein Todfeind Hut. Nein, Leute, das ist eine Riesennummer. Ihr werdet es nicht glauben. Das haben wir besprochen. Das darfst du nicht sagen, außer steht ein Gabelstapler vor der Tür. Gabelstapler! Wow! Ich weiß, hammergeil, oder? Oh mein Gott, ich will den fahren! Wir hatten ausgemacht, was wir als erstes damit tun. Wow, also so sehen die Dächer von Autos aus. Los geht's, Schrittgeschwindigkeit! Guten Tag, Ma'am. Ihnen auch einen guten Tag, normaler Mann. Es fällt keinem auf. Wie ist das Wetter da unten, du kleiner Idiot? Seine Hose ist runtergerutscht. Wir sagen es ihm noch nicht. Daran, wie ich laufe, könnt ihr alle sehen. Ich laufe die ganze Zeit, denn ich kann richtig gehen. Dieser Wal ist hier gestrandet. Er muss wieder ins Wasser zurück, sonst wird er sterben. Das ist eine Aufgabe für mich. Macht mal Platz. Ja!